وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zur späten Stunde. Liebe Geschwister, ihr wird wahrscheinlich kaum einer jetzt reinkommen, weil es auch unangekündigt ist, aber Hauptsache ihr kriegt, Bescheid, warum ich momentan auf Instagram nicht tätig bin. Ich würde sagen, seit Sommer 2019 war das eigentlich mein Hauptdauerforum sozusagen, Instagram. Alhamdulillah, wir hatten einen Kanal gehabt, vorher schon, der 25.000 Abonnenten hatte. Der war dann auf einmal gelöscht. Der hatte einen Admin gehabt und auf einmal war der Kanal gelöscht gewesen. Dann habe ich den verwaltet, meistens alleine. Weil immer, wenn ich Admins reingetan habe, war das so, dass dann da irgendwelche Sperrungen vorkamen. Und sie müssen sich wieder anmelden. Das war alles so ein komplizierter Schrott gewesen. Ja, und wie gesagt, seit 2019 ist es eigentlich so, die Dauer gewesen bei mir in Instagram, sodass da eigentlich fast täglich neue Sachen kamen. In letzter Zeit haben sie andauernd den Livestream gesperrt. Und dann hatte ich einen Kanal gehabt, ich glaube, der hatte 32.000 gehabt, 32.000 Abonnenten. Ja, und der wurde auch damals gelöscht von Instagram. Und jetzt der nächste, der war jetzt bei 15.000 oder 16.000 ungefähr. Und den haben sie jetzt am Sonntag deaktiviert. Ich glaube, das liegt daran, weil ich habe etwas gepostet über LGBTQ, GG und so weiter. Aber wie gesagt, man darf sich den Mund auch nicht verbieten lassen von der Lobby, die diese Leute haben. Alhamdulillah. Jedenfalls ist alles gar kein Problem. Ich wollte sowieso etwas zurücktreten bei Instagram, um ein bisschen mehr Fokus auf andere Sachen zu legen. Es war eine gute Zeit gewesen. Es hat einiges gebracht. Ich konnte das Fieberthermometer sehr, sehr stark an die Oma legen. Aber dabei ist mir auch aufgefallen, dass ich sehr, sehr viele Fragen gestellt bekommen habe, wo ich den Leuten nur Videos schicken musste, die ich früher schon aufgenommen habe. Ja, und deswegen möchte ich mich jetzt etwas mehr darauf konzentrieren, wieder etwas längere Videos aufzunehmen. Es war natürlich gut in Instagram, weil die Leute mich ganz gut kennenlernen konnten. Ihr wisst, diese ganze Medienhetze war so gewesen, dass man uns versucht hat, als so ohrfeigen Gesichter darzustellen. Diese Konvertiten, die hatten alle früher nichts zu sagen. Und auf Instagram habe ich dann halt auch mal so Zeitungsartikel von mir früher aus der Boxzeit gepostet oder Bilder von Siegerehrungen und solche Sachen. Und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache gewesen. Was jetzt Instagram angeht, weil die Seite ja gelöscht ist, ihr könnt mich da weiter kontaktieren oder indirekt weiter kontaktieren über Pierre Vogel Support. Ich habe Kontakt mit dem Bruder, der diese Seite macht, und ich werde dem regelmäßig Sachen schicken. Und wenn man Fragen hat, kann man ihm die Fragen schicken und er schickt sie mir zurück. Ja? Das heißt also, wie gesagt, in Instagram, die haben meinen Kanal gesperrt, und ich will mich jetzt mehr auf YouTube und auf längere Videos konzentrieren und auf andere Projekte. Ja, und deswegen bitte, falls ihr Fragen habt, könnt ihr in Instagram und folgt der Seite auch Pierre Vogel Support. Guck mal, geh mir nicht mit solchen dummen Fragen auf die Nerven. Ist ja grauenhaft, ist das. Keine andere Frage um 0.30 Uhr, außer zu fragen. Junge, 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 haben wir nichts Besseres zu tun? Es ist wirklich sehr, sehr nervig. Stell mir keine privaten Fragen, stell mir Fragen über die Religion. So. Nee, darf man nicht fragen. So, tschüss. Ich weiß gar nicht, welchen Nutzen diese Frage haben soll. So, auf jeden Fall, auf jeden Fall, falls jemand Fragen hat, religiöse Fragen oder organisatorische Fragen wegen Einladung etc. und nicht, was mein Sternzeichen ist, ja, dann kann er gerne
bei Pierre Vogel Support weiterfragen. Okay. So, da kann er gerne bei Pierre Vogel Support weiterfragen. Ja, wie gesagt, es war eine interessante Zeit gewesen, wo ich sehr viel auch nochmal neu erkennen konnte. Was mir allerdings, wie gesagt, aufgefallen ist, ist, dass ich zu dem Rückschluss gekommen bin, dass ich, glaube ich, am meisten helfen kann, indem ich mich auf lange Widerlegungen und Widerlegungsvideos konzentriere. Es gibt zum Beispiel sehr, sehr viele Scheinargumente gegen den Islam, die verbreitet werden und die wir praktisch schon vor 10 Jahren widerlegt haben und in Videos. Aber heutzutage mit der neuen Videoqualität, an die die Leute gewohnt sind, schauen sie sich die alten Videos gar nicht mehr großartig an. Und ich möchte da jetzt meinen Fokus und meinen Hauptschwerpunkt legen. Deswegen, wie gesagt, die Dawa geht weiter, Alhamdulillah. Am Freitag haben wir inshallah einen Vortrag in Elsdorf, in einer Moschee. Da wird es auch um ein längeres Thema gehen. Es geht um das Konzept der Sündenvergebung im Islam. Und dabei werde ich auch sehr stark den Vergleich zum Christentum, den Vergleich zum Christentum, also werde ich das sehr stark mit dem Christentum vergleichen, weil das für uns wichtig ist. Wir können oft erkennen, wer wir sind, indem wir wissen, was wir nicht sind. Und dadurch können wir auch eher den Islam wertschätzen, die Logik hinter dem Islam wertschätzen. Deswegen, inshallah, werde ich da am Freitag reden. Ich glaube, um 17 Uhr, 17:30 Uhr beginnt das dort. Alhamdulillah. Ja. Naja. Kommst du mal nach Heidelberg oder Mannheim? Die Leute fragen mich immer, kommst du mal hierhin oder kommst du mal dahin? Nette Frage. Leute, ich lade mich nicht selber ein. Ich bin sehr häufig in Landau. Da war ich auch diese Videos, die ihr seht, die sind auch aus Landau. Diese Videos, die ihr da sehen könnt, die sind aus Landau. Und jetzt gerade hat mir zum Beispiel der Bruder von Pierre Vogel Support, hat mir gerade geschrieben. Und das ist ja in der Nähe von Mannheim. So, da bin ich sehr häufig in Landau in einer Moschee, mache dort sehr häufig Freitagspredigt und Vorträge. Aber ich gehe halt dorthin, wo ich eingeladen werde. Ich lade mich nicht selber irgendwo ein. Ich war jetzt am Wochenende, habe ich 2 Vorträge in Berlin gehabt. Davor das Wochenende war ich auch in Berlin gewesen, Alhamdulillah. Und einen Tag davor in Landau. In Moscheen werden wir in der Regel nicht eingeladen, nein. Wir haben zu viel Angst. Das ist eine Schande eigentlich. Ja, weil man kann keine Moschee zumachen, weil man mich nicht einlädt. Und ihr solltet keine Moscheen mit Geld unterstützen, die die Dawa nicht fördern. Das hängt jetzt nicht von mir ab. Ja? Also, es das heißt nicht, eine Moschee fördert die Dawa nicht, weil sie Pierre Vogel nicht einladen. Aber ich meine, die meisten Moscheen, die machen dann mal so Alibi-Einladungen. Ja, dann laden sie mal einen ein, damit sie sagen können, ja, wir haben ja auch was getan. Ja, so. Solche Moscheen sollte man finanziell nicht unterstützen, weil ihr gebt euer Geld, ihr müsst euer Geld dort einsetzen, wo es sinnvoll ist. Ja, das ist der Punkt. Hat der Islam eine Zukunft in Deutschland? Selbstverständlich. Allah sagt, der Prophet alaihi salam sagt, ganz klar und deutlich, La yatrukullah beyte madarin wa la abarin illa adkhalu hadha din. Allah wird kein Haus aus Stein und kein aus Zelt lassen, außer dass er diese Religion reinbringt. Was hältst du von einer Person, die nur die ungeraden Nächte gut nutzt und nicht die geraden? Alhamdulillah, besser als gar nichts. Diese Nächte zu nutzen, sind Sunnah. Sind Sunnah. Aber besser wäre es, wenn er alle Nächte nutzt. Aber der Iman ist unterschiedlich stark. Aber haben Sie, ich selber habe keinen TikTok, aber du als Prediger solltest eins haben. Du erreichst sehr viele Leute. Ja, da bin ich auch drüber am Nachdenken, vielleicht in TikTok reinzugehen. Da bin ich drüber am Nachdenken, das eventuell zu machen. Bergheim lebt, sehe ich nicht viel von. Bergheim ist tote Hose.
ich bin nicht so sehr, liebe Geschwister, ich bin nicht so sehr derjenige, der sich mit diesen Social-Media-Sachen auskennt. Zum Beispiel, Instagram hat auch jemand für mich eingerichtet. Ich muss mich darüber informieren. Ich finde nicht, dass ich wenig geschätzt werde, sondern ich habe nur auch viele Hater. Dürfen Muslime Waffen wie Atombomben benutzen wegen Unschuldigen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, ehrlich gesagt. Ich habe keine Fatwa gehört von einem großen Gelehrten diesbezüglich, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass so etwas nicht erlaubt ist, außer unter den absolut krassesten Bedingungen. Aber in der Regel dürfte sowas nicht erlaubt sein, weil man 100% davon ausgehen muss, dass man Unschuldige tötet. Ja, aber Allahu alem. Also ich müsste da erstmal, wie nur gesagt, eine Fatwa von einem Gelehrten hören. Ja, man soll auch Adhan und Iqama machen, wenn man alleine zu Hause betet. Wie ich schon gesagt habe, ich komme dorthin, wo ich eingeladen werde und wo ich Leute kenne. Ja. Arabischschule in Ägypten, da gibt es zum Beispiel das Fajr-Institut. Pierre Vogel, wie fange ich an zu lernen? Wo fange ich an und wie gehe ich bei jedem Thema vor? Guck mal, Bruder, ich würde dir vorschlagen, ich weiß nicht genau, wo du stehst, aber ich würde dir vorschlagen, zum Beispiel auch auf dem anderen YouTube-Kanal, der nicht von mir verwaltet wird, die Videos anzuschauen, wo ich Dawa mache mit Nicht-Muslimen. Da wird dir, weil ich gehe jetzt davon aus, du bist ganz am Anfang. Ich sage dir warum. Da wird natürlich der eine oder andere sagen, ja, man soll zuerst mit der Akida anfangen und so weiter und so fort. Und wollen so dieses klassische saudi-arabische System in Deutschland einführen. Es ist allerdings so, diese Vorträge gehen um wichtige Akida-Inhalte. Wenn ich zum Beispiel darüber rede, was der Sinn des Lebens ist, was ist Islam ist, da geht es immer wieder um die wichtigsten Akida-Inhalte. Und dann kannst du die Vorträge von mir anschauen, Sekten und Akida beispielsweise. Und natürlich musst du die anfänglichen Pflichten lernen, wie das Gebet, Wudu, Ghusl und so weiter, wie man das macht. Da gibt es zu allem gibt's Videos. Wie ich schon gesagt habe, ich bin immer dort, wo ich eingeladen werde. In Berlin werde ich wahrscheinlich jetzt öfter sein. Wahrscheinlich, inshallah, einmal im Monat. Du wirst sehr geschätzt in arabischen Ländern, in Marokko bist du sehr bekannt. Ja, ich weiß das. Alhamdulillah. Hier in Deutschland ist das nur, weil die Leute Paranoia haben. Oder feige sind. Ich sage halt einfach Klartext. Welche Universitäten findest du am besten in Medina für ein islamisches Studium? Also in Medina gibt es ja in Medina gibt es ja die Jamia Islamia. Das kenne ich nicht in Marokko. Ob ich mal wieder Videos über Jesiden mache, habe ich nicht geplant, weil das Thema ist eigentlich für mich abgehakt. Da gibt es nichts Besonderes, nicht viel drüber zu sagen in meinen Augen. Sollte man Bücher lesen, denen zum großen Teil der Daif-Hadithe genannt werden? Also ein Buch von Imam Ghazali. Man sollte wissen, wie man damit umgeht. Die Gelehrten haben immer Bücher, Daif Hadithe auch erwähnt. Ja? Das Buch von Imam Ghazali, weiß ich jetzt nicht konkret, welches Buch du meinst, aber besser ist es natürlich, gerade wenn man am Anfang ist, wenn man Bücher liest, wo nur authentische Sachen überliefert werden. Bruder, du bist nicht dazu verpflichtet, deinen Schwager jeden Tag zu sehen. Das ist nicht das Problem. Da musst du selber abschätzen können, wie du den Schaden am niedrigsten hältst. Hanbalitsche Rechtsschule. In Erkrath, Vortrag habe ich da noch nicht gemacht. Guck mal, der Bruder macht die Seite in Instagram Pierre Vogel Support und er kann mir eure Fragen weiterschicken. Arab ist auch ein Name. Bruder, ich komme noch nicht extra nach Offenbach, um mit dir zu trainieren. Es gibt die Meinung, dass man das muss. Arakraul.
Furlan Official, nein, ich kenne ihn nicht persönlich. Ich habe von ihm in letzter Zeit ein bisschen was gehört. Diesen Rapper kenne ich nicht, mit Rappern habe ich nichts zu tun. Hast du was gegen Colton Harald Dreck? Ich habe gegen keine Nationalität etwas. Warum gibt es in der islamischen Welt keine Bemühungen zur Errichtung des Kalifats? Ich sehe nur Bemühungen zur Errichtung eines Kalifats. Wo habe ich denn gesagt, in welchem Video habe ich gesagt, dass ich keiner Rechtsschule angehöre? Zeig mir das Video mal. Ja, Iman TV, die sind gut. Wie viele Personen erwartest du am Freitag? Wird bestimmt wenige sein. Ist ja nicht so viel Werbung gemacht worden. Und außerdem zu dieser Zeit wird bestimmt nicht viel da kommen. Und die Moschee ist sowieso mehr oder weniger am Ende der Welt. Ich rechne da nicht mit vielen Leuten. Weil die Werbung auch sehr gering ist. Ja. Ich würde im Allgemeinen eher davon abraten, von MRIs, von Leuten Wissen zu nehmen, die, ja, die nicht der Akida der Seller folgen. Es geht dich gar nichts an, wo ich wohne. Was ist das denn? Sheikh Suleiman al-Alwan ist in meinen Augen ein guter Gelehrter. Nichts Negatives von ihm gesehen. Was soll ich denn, guck mal, wenn du mich fragst, Limi, hast du deine Akida geändert, wie vor 12 Jahren? Was habe ich denn genau geändert an der Akida? Ich kann ein bisschen Arabisch mit marokkanischen Akzent. Was ist der Vorzug, in der ersten Reihe zu beten? Das ist die beste Reihe für die Männer. Ja, man kann auch im Auto Dhikr machen, natürlich. Aber umso mehr man konzentriert ist beim Dhikr, umso besser. Und das ist das Schöne bei Dhikr. Man kann auch, wenn man ein Auto fährt, sagen, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Da gibt es, Yavuz, da gibt es einige Unterschiede. Zum Beispiel, dass man die Ayah im Gebet lesen kann. Ja? Zum Beispiel, dass man ein Blatt, was nur nur mit Koran ist, dass man ein Wudu dafür haben muss. Mit Sven Lau habe ich nichts zu tun, weil er hat Kontaktverbot zu mir. Inshallah machen wir Street Dawah wieder, wenn die Zeit das, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Wenn der Alwan das gemacht hat, ich bin anderer Meinung. Aber das ist keine Sache, wo man sagt, lieber Bruder, wo man sagt, oh ja, das ist aber total verkehrt und so weiter. Weil es gibt ja auch Argumente dafür. Gio, Assalamu alaikum, Bruder Pia. Salam. Ich bin vor ca. 14 Jahren zum Islam konvertiert. Du warst einer der Gründe aller. Gründe Allahs dafür. Möge Allah dich segnen. Amin, das freut mich. Nein, man muss keine Gebetswaschung haben, um islamische Bücher zu lesen. Man muss Gebetswaschung haben, wenn man den Mushaf anfasst. Aber nicht, wenn man Bücher anfasst, wo die Mehrheit des Buches kein Koran ist. Wenn man in Saudi-Arabien studiert, kriegt man in der Regel ein Stipendium oder man braucht Leute aus Deutschland, die einen unterstützen. Wenn du viel Waswas hast, Bruder, darfst du den Waswas nicht beachten. Einfach ignorieren, Allah wird dir vergeben. Würdest du einen Podcast teilnehmen, wenn man dich einlädt? Kommt drauf an, mit wem.
Keine Ahnung, wo der ist. Bruder, ich habe ein Video dazu. Zu dieser Sache mit Anzeigen habe ich ein Video gemacht. Ein Video gemacht, darf ein Muslim die Polizei rufen. Ja? Muss erstmal den ganzen Kontext solcher Sachen genau sehen, was genau gesagt wurde. Musst du dir mal angucken, Muslim Polizei rufen. Da geht es um einen Notruf. Kennst du den Bruder Eyyad Hardorus aus Berlin? Seit Monaten nichts mehr von dem gesehen. Sind die Gründe bekannt? Ich habe gestern mit jemandem darüber geredet, dass er mit Übersetzungen wohl beschäftigt war und jetzt demnächst wieder richtig in der Öffentlichkeit etwas machen will. Aber der ist immer, mashallah, sehr fleißig, so wie ich gehört habe. Ja, wie kommt man von einer Sucht weg? Ist ein langes Thema, Bruder. Das Wichtigste ist der Wille, Dua machen. Man muss sich einfach bewusst sein, dass das, was man macht, falsch ist. Ja, Bruder, wenn du die Meinung zurückgenommen hast, dass Al Sports, das, was du damals über mich gedacht hast, natürlich verzeih ich dir dann. Weg des Propheten hat Al-Albani. Bruder, es gibt eine Aussage, die von den Gelehrten aus Saudi-Arabien als Irja kritisiert wird. Dass die Amal Schart Kamalul Iman sind. Nee, ich habe noch kein Video zu schauen gemacht. Ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf. Haust du Abul Bara weg? Warum soll ich den weghauen? Das ist ein Freund von mir. Bruder, möge Allah dich recht leiten, du unverschämter Kerl. Ich weiß es nicht. In der Regel mache ich im Winter oft Umrah. Ja. Ich war einmal auf einer Umrahreise mit dir und kann das nur jedem ans Herz legen, eine Umrah zu machen. Seit der Umrah, Alhamdulillah, an den Gebeten festgehalten, die liebes Allahu Akbar. Bruder, das freut mich, Achi. Das freut mich. Würdest du mit Stürzenberger reden? Bruder, ehrlich gesagt habe ich auf diese Leute keinen Bock, weil diese Leute sind krank. Wir haben schon früher mit Leuten wie zum Beispiel Stefan Herre gesprochen. Das sind so die Vorreiter sogar von Stürzenberger. Oder Udo Ulfkotte, dem habe ich meine Telefonnummer gegeben. Die waren gar nicht an einem Gespräch interessiert. Diese Leute sind nicht an einem wirklichen Gespräch interessiert. Versteht ihr? Das sind keine ernsthaften Gesprächspartner, mit denen man ein Thema abhakt, die dann auch in der Lage sind, etwas zuzugeben. Ihr Oder die sich an einer ernsthaften Debatte beschäftigen, wo es um ein Thema beteiligen, wo es um ein Thema geht. Ihr Ziel ist nur, da stehen und 20 Vorwürfe in den Raum werfen, auf die man gar nicht antworten kann. Deswegen von solchen Leuten die Finger weglassen. Ach so, du bist das. Mit diesem Typen da. Bruder, nur beim Thema bleiben, nur beim Thema bleiben, inshallah. Alles, was das Fasten kaputt macht, habe ich viele Videos gemacht. Gib ein, Pierre Vogel, was bricht das Fasten, was bricht das Fasten nicht? Oder Pierre Vogel, Corona-Test, Spritzen etc., Ramadan. Würdest du aus Deutschland auswandern, wenn du könntest? Wenn ja, wohin? Ich würde gerne nach Katar auswandern. Welche Partei würdest du am ehesten unterstützen in Deutschland? Die RIPD.
Die radikal-islamistische Partei Deutschlands. Bruder, wenn dich einer aggressiv machen will in der Moschee, gar nicht darauf eingehen. Bruder, ich habe sehr viele Vorträge gemacht, was man in der Dawa machen kann, Bruder. Man muss sich einfach bewegen. Man muss sich einfach bewegen. Ich habe zum Beispiel damals gesagt, macht eure Wohnungen zu Dawa-Zentren. Sammelt eure Brüder. Versucht gemeinsam etwas zu lernen. Schaut euch gesammelt. Bruder, da hat eben irgendeiner etwas Unverschämtes gefragt. Der ist aber schon blockiert. Hat der Islamhass Ihrer Meinung nach in den letzten 5 bis 10 Jahren zugenommen? Ist schwer zu sagen. Schwer zu sagen. In den letzten 5 Jahren minimal. In den letzten 10 Jahren, es gab einige Schlüsselereignisse, die sehr stark benutzt worden sind, um sie zu instrumentalisieren gegen die Muslime, wie zum Beispiel die Silvesternacht in Köln. War so ein richtiges Schlüsselereignis gewesen, ja. Ja, ich spreche arabische Dialekte, aber immer nur Oberfläche. Rede in der Regel Hocharabisch. Wie kann ich mich am besten in der Schule verhalten wegen dem anderen Geschlecht? Bruder, guck mal. Das sind alles Fragen im Livestream, die ich nur kurz beantworten kann. Einfach versuchen, Allah sagt im Koran, fattakullah mastatatum. Fürchte Allah, so gut du kannst. So gut du kannst, Augen, Blicke senken, so gut du kannst, den Kontakt so niedrig wie möglich halten. Ist Sam Bayern ein Käfer? Ist mir nicht bekannt, dass er ein Käfer ist. Hat er irgendetwas gemacht, was Kuffer ist? Welchem Bundesland gibt es die meisten Muslime? NRW, ganz klar. Da gibt es ja auch die meisten Einwohner. Ob prozentual es dort die meisten Muslime gibt, das weiß ich nicht. Aber prozentual gibt es auch sehr, sehr viele Muslime, ja. Klar, der Prophet Aisha sagt, Rasulullah sallallahu alaihi in jeder Situation. Kann sein, dass ich eine Winterumrah mache. Man sollte erst die Schulden bezahlen. Wenn er das gesagt hat, das ist keine Sache, wo man pauschal jemanden sofort zum Käfer erklärt. Wenn er das gesagt hat. Kannst du dich mit Abu Bara treffen? Mit Abu Bara habe ich mich schon zigmal getroffen. In welchem Bundesland ist die islamische Community am stärksten? Schwer zu sagen. Ich würde sagen, am stärksten. Könnte ich eine Stadt sagen? Leute, stellt nicht so dumme Fragen jetzt. Der Witz ist jetzt alt mit Abul-Bara-Boxen, okay? Dankeschön. Ich habe das eben schon erzählt. Der würde schon öfter gesperrt. Ja, Wissen nehmen würde ich von dieser Person nicht, nein. Boxkampf von dir gegen einen YouTuber oder Rapper. Bruder, ich will den Namen von diesem Typen hier nicht hören. Dieser Typ ist ein hinterhältiger Typ und den Namen sollte man noch nicht mal hier irgendwie bekannt machen. Ich habe heute nach Iftar etwas ein bisschen trainiert. Ja, die stärkste Stadt im Glauben ist die stärkste Gemeinschaft gibt es meiner Meinung nach in Braunschweig. Berlin gibt es auch einige starke Gemeinschaften. Welcher Dawa-Kanal im englischsprachigen Raum ist der beste? Digital Minbar. Datteln interessieren mich nicht.
Ich esse einfach, was auf den Tisch kommt, Bruder. Essen ist nicht mein Thema. Gut, Leute, dann mache ich mal Schluss. Wie gesagt, mein Instagram-Account ist gesperrt. Mein Instagram-Account ist gesperrt. Und ihr könnt aber jetzt über den Bruder, der Pierre Vogel Support leitet, also ich bin nicht auf dieser Seite direkt drin, könnt ihr mir Fragen zukommen lassen und ich kann die dann eventuell auch hier beantworten, okay? Nein, ich habe mehrmals jetzt in dem Vortrag schon gesagt, dass mein Instagram-Account gesperrt wurde. So. Junge, Junge. Wann gibt es wieder Kundgebung, wenn ihr Mut dazu habt? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.